beim Hildes SV Kuchl gegen den SV Schwarzach zunächst einmal die Gastgeber am Ball. Und diese Situation bringt auf jeden Fall nichts ein. Spielstand 0:0. Jetzt wieder der SV Kuchl. Pass. Schöner Versuch über die linke Seite. Aber gute Aktion des Schwarzacher Goalies und im Nachschuss kann ein Verteidiger des SV Schwarzach klären. Es bleibt anfangs beim 0:0. Jetzt wieder die neuer Versuch. Weiter Abschlag vom Tor des SV Schwarzach. Und es gibt einen Foul. 2 Minuten 30 in dieser Begegnung gespielt. Jetzt wieder Kontermöglichkeit. Wieder Konter über die linke Seite. Gute Aktion. Immer noch der SV Kuchl am Ball. Schuss. Nachschuss und Tor. Herrlich herausgespielt. 1:0 für den SV Kuchl. Keine Chance für den Schwarzacher Goalie, da irgendetwas zu tun. Ja, man sieht es hier sehr deutlich an der Anzeigetafel. 33. Minute, 1:0 für die Gastgeber. Wirklich ein herrlich herausgespieltes Tor. Immer noch die Gastgeber. Wir befinden uns nach wie vor in der ersten Halbzeit. Weiter als faul. Aber da sich in dieser Halbzeit nichts mehr Wesentliches tut, bleibt es beim Spielstand von 1:0 für den SV Kuchl nach 45 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Wieder der SV Kuchl am Ball, versucht es über die rechte Seite. Schöner Versuch, verliert hier den Ball, tankt sich durch, Schuss und der Goalie geht hin. Es dürfte allerdings sein, dass sich der Goalie das SV Schwarzach ein klein wenig verletzt hat. Sieht auf jeden Fall ziemlich arg aus dieser Perspektive aus. Jetzt aber neuer Versuch. Gute Aktion und es gibt auf jeden Fall einen Fall. Hier ein Spieler, das ist jetzt wieder Kontermöglichkeit. Neuer Versuch, der SV Kuchl lässt den Ball in den eigenen Reihen tanzen. Jetzt wieder Kontermöglichkeit. Pass wieder über die rechte Seite, Schuss und Tor. Vielleicht hätte da der Goalie des SV Schwarzach näher zum Gegner gehen müssen. Aber gut, ist auf jeden Fall leichter gesagt als getan. Spielstand jedenfalls 2:0. Nächster Versuch. Kontermöglichkeit dieses Mal über links. Pass, Mitte und Tor. Schön herausgespielt. 3:0. Und das ist, wie man hier jetzt gleich erkennen kann, auch der Endstand in dieser interessanten Begegnung.